Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Project Ozone 2. Wir haben letzte Folge angefangen mit Autocrafting und allem möglichen und ich würde gerne heute einige der Quests nachholen. Das heißt, wir fangen hier im Alpha an und schauen, dass wir einfach so viel wie möglich durchmachen. Hier zum Beispiel brauchen wir die Small Wind Turbines. Ich denke mal, viele Sachen können wir einfach schnell durchcraften. Das heißt, wir haben 4, 8, 12 von denen. Können wir 1 machen. Treated Sticks haben wir scheinbar nicht mehr so viel. Wir brauchen dafür Oil. Creosote Oil haben wir noch einiges. Und Wood. Nein, nicht Chests. Verdammt. Jetzt habe ich Chests gemacht. So, wir brauchen Treated Sticks. Davon haben wir mal einige. Und diese Fabrics. Ah, da fehlt uns Industrial Hemp und Silk Mesh. Silk Mesh sollte kein Problem sein. Wir haben kein Industrial Hemp mehr. Irgendwo hatten wir unsere Seeds. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingegeben habe. Schauen wir mal, ob wir Industrial Hemp hier drüben haben. Machen wir es einfach mal so. Industrial Hemp haben wir doch hier. So, und die werden wir hier reinpacken. Ich habe Electrotine Seeds auch schon gemacht, da haben wir mehr als genug. Die können wir schon wegschmeißen, alle da. Und die lassen wir laufen, damit wir ein bisschen Hemp bekommen hier herüben. So, dann inzwischen die nächste Quest. Können wir gar nicht machen, denn wir müssen warten auf Hemp hier herüben. Ich könnte aber schwören, wir haben solche Turbine-Sachen schon mal gemacht. Gut, wir müssen warten auf ein bisschen Hemp, kein Problem. Dann schauen wir gleich mal in der Beta, was wir da haben. Backware. Okay, Mortar and Pestle and Skillet. Mortar and Pestle. Dann, hola, wahrscheinlich so. Ein Skillet. Wie schreibt man das? Skillet. Skillet dürfte ein Sieb sein oder auf die Art. Und ein Cutting Board. Cutting Board. Ausgezeichnet. So, Backware und Saucepan. Backware. Dann ein Saucepan. Und als allerletztes fehlen uns noch die Mixing Bowl. Mixing Bowl. Sehr gut, damit haben wir das geschafft. French Toast. French Toast will er von mir haben. French Toast. Was braucht es dafür? Cinnamon Firm Tofu. Da brauchen wir Sojabeans und alles Mögliche. Honig. Apiary. Da brauchen wir erstmal ein paar Bienen. Ich weiß gar nicht, wo wir die Bienen bekommen. Cinnamon. Also nicht, wo wir Cinnamon bekommen. Sehr, sehr interessante Sachen, die wir hier noch brauchen. Also den French Toast können wir noch nicht machen. Muss ich mir erstmal genau anschauen. Die Seeds hier, den Floral Fertilizer. Den sollten wir eigentlich machen können. Oder auch nicht. Floral Fertilizer können wir nicht herstellen.
Ah. Bone meal, rose red, dandelion. Okay. Bone meal. Rose. Und Dandelonien. Bommel, Rose Red, Dandelonien, Yellow. Ah, jetzt hat das. Okay. So, das gehen wir weg. Komische Quest. Was können wir noch machen hier in Beta? Die Asio-Rüstung, ziemlich mühsam. Die Ultimate Furnace, können wir die machen? Ultimate Furnace, ich glaube, die habe ich sogar schon mal gemacht. Dachte ich zumindest. So, Extreme Furnace und die Sweet. Ah, da haben wir das Problem gehabt, wir konnten die Extreme Furnace noch nicht machen. Oh, inzwischen scheinen wir schon. Inzwischen haben wir alles für die Extreme Furnace, haben wir die Quest auch gleich gemacht. Und damit haben wir auch zwei von diesen Ultimate Furnaces. So, sehr gut. Damit haben wir das abgeschlossen und bei der Alpha die Extreme Furnace. So, inzwischen müssten wir auch wieder einiges von den Hemps haben. Ein Stack, das sollte eigentlich mal reichen. Wenn wir das mal hier reinpacken. Wind Turbine. So. 14 Stück davon. Damit können wir jetzt 7 Stück davon können einmal die herstellen. So, mal schauen, dass die Quest abgeschlossen wird hier. Medium Wind Turbine. Und die Large Wind Turbine. Und da fehlen uns jetzt wieder 4 von den Dingen. Und es wird wieder Hemd. Okay, da fehlt uns noch die Large. Gut, kein Problem. Die haben wir jetzt hier abgeschlossen. Die Switzi-Rüstung müssen wir noch machen. Quarzblends, die habe ich auch schon gemacht. Da muss ich schauen, weil die hat er irgendwie nicht ganz erkannt. Ring of Odin. Was genau macht der Ring of Odin? Ich weiß gar nicht, was er tut. Ringslot, Press B, bla bla bla. Relic Unbound. Ring of Odin. Botania. Machen wir unser Lexiker Botaniker. So, schauen wir mal. Ring of Odin. RRR, Ring of, nee, das war Ring of Far Reach. Mit dem Buch geht scheinbar noch nicht. Aber es gibt ja das aufgewertete Buch. Vielleicht geht's mit dem. Das müsste ich, glaube ich, hier rüben haben. So, schauen wir mal. Ring of Odin. Kein Ring of Odin. Einmal hier bitte starten. So, er sagt mir irgendwie, dass das gleiche ist. Das müsste aber der Ring of Far Reach sein, oder? Man hier nicht suchen kann. Suchen wäre sehr nett. Was haben wir denn da jetzt noch?
Alphamanics. Die Gaia-Sachen. Eigentlich dachte ich, müsste hier alles drinnen sein. Auch der Ring of Odin. Extra human use, leichter Botania auf die Eugene to see what it does. To see what it does. Ring of Odin. Der scheint disabled zu sein. Also ich kann kein Rezept anschauen. Den dürften sie mit dem letzten Update scheinbar disabled haben. So wie es momentan ausschaut. Dann schauen wir mal in Gamma. Gamma können wir sicherlich einiges noch machen. So, vorher kriegen wir aber sicherlich noch diese Quest jetzt fertig. Und dann schauen wir mal, was wir in Gamma noch zustande bringen. So, Wind Turbine. 4 Stück brauchen wir da noch, das heißt 8 davon. Wir haben keine Silk Mesh mehr, aber das sollte kein Problem sein. So, 16, jetzt haben wir genug. 1, 2, 3, 4. Ergibt die Large. Das wiederum sollte hier endlich alles öffnen. Ja. Okay, Heat Transfer. Heat Cable, Firebox, Cooler. Cooler. Heat Cable. Salt Block. Dann etwas Clay. Können wir das eigentlich pulverisen, damit ich Clay bekomme? Ja, das geht. Und dann können wir Clay ganz einfach brennen und bekommen unsere Clay-Blöcke wieder. Also unsere Bricks bekommen wir dadurch. Und darum haben wir dann Heat Cable. Irgendwie wird das alles nicht richtig erkannt. Das finde ich ein bisschen schade. So, jetzt Firebox und Cooler. Das ist einmal der Cooler. Und dann brauchen wir noch die Firebox. Generate Heat from Solid Fuel. Okay, wollte eigentlich nur eine und drei. Dann haben wir Infinite Water Boiler und Infinite Water. Ein Boiler und Infinite Water. Dafür ein Housing noch. Wunderbar. Dann haben wir hier Kinetic Generator. Kinetic Generator. So, lass alles weg. Das hier rauf. Was haben wir davon? Da fehlen uns nur diese zwei Electrical Motor. Und dafür brauchen wir Copper Coils. Hemp Rope. Okay, davon ein paar. Hier ein paar Stück. Und dann eins und zwei. Ergibt einen Kinetic Generator. So, wunderbar. Thermopile. Thermopile. Also alle Quests, die wir jetzt eigentlich haben, gehen alle schon ziemlich schnell und einfach. Sie müssen einfach nur gemacht werden. So. Sie müssen nur gemacht werden. Das ist alles. Da fehlen jetzt nochmal 12 davon. Nur davon ein paar Stück. Ist
Steel und Copper, das ist kein Problem, davon haben wir jetzt schon so viel. 1 und 2. Thermopile. So. Sterling Multiblock. Shift an item to see what they do. Sterling Generator Controller. Sterling Generator Controller. Dafür brauchen wir noch von den LV ein paar. Haben wir die da rein. Dann ein Basic. Und davon auch noch ein paar Stück. Da fehlen uns jetzt Breath Ingots interessanterweise. Können wir nicht zusammenschmelzen. Copper und Zink. Copper und Zink. Kann ich die nicht zusammenschmelzen hier? Offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssen die erstmal pulverisen, wie es scheint. Gut. Zink, da haben wir ein Stack. Und Copper haben wir sicherlich auch ein Stack. Achso, die müssen wir zuerst zusammen craften. Ah, Brass. Jetzt. Gar nicht so leicht. So, das sollte reichen, dass wir den hier machen. Und damit den Generator. Danach haben wir Multiblock-Chassis, zwei Stück. Multiblock-Chassis. Haben wir neun Stück. Multiblock-Heat. Mal ein Stück, glaube ich. Und Multiblock Energy. Low Voltage. Da brauchen wir die Dinger. So, einmal diese hier. Drei davon. Ergibt einen davon. Und damit die Quest abgeschlossen. So, weg mit dem ganzen Zeug. So, dann fehlt uns hier noch das nächste. Müssen wir craften. Multiblock Chassis. Hatten wir noch gerade. Multiblock Chassis. Machen wir noch einmal. Neun Stück. Turbine Control. Turbine Control. Müsste der hier sein. Müssen wir mal überlegen, ob wir das alles aufbauen hier. Turbinen und alles mögliche. Das macht halt jetzt einfach in dieser Phase des Spiels keinen Sinn mehr, weil wir schon, einfach schon so weit voraus sind, dass es keinen Sinn mehr macht, diese ganzen Sachen aufzustellen. Deswegen craften wir sie gerade einfach nur, damit wir es erledigt haben. Wir hätten die viel früher machen müssen. So, vier Stück davon. Eins. Was fehlt uns da jetzt noch wieder? Ah, Copper Coils. Zwei, drei, vier. So, jetzt müssen wir den haben. Ja, also wie gesagt, es macht einfach keinen Sinn mehr, das alles aufzubauen. Haben wir nicht gerade elektrische Motor? Ah, Alternator habe ich gebaut. Ah, das sind verschiedene. 2, 3, 4.
schauen gleich aus, aber sind verschiedene. So, jetzt fehlt wiederum einer davon. Aber jetzt. Turbine Control. Multiblock Energy Medium. Multiblock Energy Medium. Fehlt wieder einer von denen. So, ohne Medium. Und dann auch noch Fluid Tank. Vier Stück waren wir davon. So. Quest abgeschlossen. Die letzte Quest von Alpha. Letzte Quest von Alpha. Can be used to refine tectonic petroleum into oil and salvage into nutrient distillation. Ah, ich meine nutrient distillation herstellen, aber das können wir mit der Wet ganz einfach machen. Refinery Control. Schreibt man das? Refinery Control. Das ist der gute Kollege hier. Ich liebe das, wenn man einfach so durch die Quests hindurchkommt, wenn man eh schon so weit ist. So macht das richtig Spaß. Multiblock Chassis 26. Multiblock Chassis 26. So, 4 Refinerie Tanks. Das ist der Tank hier. Da war gar nichts dafür. 4 Stück. So. Dann fehlt als letztes von Alpha Nummer Multiblock Components. ...41 brauchen wir dafür. Das war's. Alpha Questing ist erledigt. Alpha Quests sind erledigt. Wird das jetzt irgendwie anders angezeigt, dass wir wissen, dass wir die schon erledigt haben? 100% steht da. 100% von Alpha. 100% von Beta steht da. Nee. 75%. Komischerweise steht da mich auch. Aha, das ist, nein, wie weit wir reingezoomt sind, steht da. Gut. Beta können wir sich weitermachen. Gamma. Alpha ist fertig. Dann, wie viel Zeit haben wir noch? 1-2 Minuten, dann können wir noch ein, zwei Quests hier machen. Und zwar Logistic Pipes, Logistic Power Junction, Soldering Station. Machen wir die Soldering Station. Crafting Station machen wir auch immer wieder. Und die Logistic Power Junction. Das erledigt. Combustion Generator. Combustion Generator. Sicherlich sehr interessante Sachen, die ich mir alle nicht anschaue. So, next. 3 Flutgates. Davon 3 Stück. 1, 2, 3. Haben wir das. So. Die Endo-Query. Ich weiß gar nicht, ob wir die Query überhaupt noch aufstellen, weil wir an sich...
wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Ende-Query wirklich aufstellen werden. Eine Portal of Last Millennium, das haben wir alles schon gemacht. Der End, da im End waren wir noch nicht. Transfer Nodes haben wir eigentlich auch eigentlich schon gemacht. Ich glaube, die Stack Upgrades, die haben wir nicht gemacht. Stack Upgrades. Obwohl, ich glaube, die haben wir auch schon mal gemacht. Ich bild mir ein, die habe ich auch schon mal gemacht. Jetzt weiß ich nicht, welche hier noch fehlen. Die habe ich auf jeden Fall alle schon mal gemacht. Upgrade. Wir haben sie sogar noch. Wir haben sie sogar alle noch. Welche fehlen da? Ah, die Pseudo-Round-Robin. Die habe ich nicht gemacht, glaube ich. Pseudo-Round-Robin. Ah, das ist Gold und Redstone. Redstone. Gold-Ingots. So. In der Queue-Idee. So, das reicht schon. Irgendwas stuck, da habe ich immer noch nicht. Bread first, deep first. Bread first. Machen wir mal die. Deep first und speed. Speed. Und die Depth First. Mal davon welche. So. Jetzt erkennt das. Die haben noch gefehlt. So, weg mit dem ganzen Zeug hier. Was fehlt uns dann noch? Machen wir die zwei noch und dann werden wir es gut sein lassen. Trash Can Fluid. Das ist die Trash Can Fluids. Und dann die Trash Can Energetics. So. Damit sind auch die zwei erledigt. Und wir haben einige Quests hier wiederum geschafft. Jetzt werden wir noch zum Schluss die ganzen Dinge hier aufmachen. Ein bisschen Glas haben wir hier. Nochmal. Silk Touch Chance Blend. Aha, eine Chance, dass das Ganze gesilk touched wird. Interessant. Glowstone. Advanced Bin. Floorb. Oh, das wollte ich nicht. Hallo? Nein. Das wollte ich nicht. So war das nicht gedacht. Gehen wir da weg mal das Ganze. Das verletzt uns sogar. Komisches Zeug da. Ein paar Wire Ducts wieder mal. Mehr Chance Cubes. Noch eine Portal Gun. Eine Chainsaw. Ein Flux haben wir wieder mal. Noch mehr Walrösser. Ball of Moss, Smashing Rod, gar nicht so schlecht. Noch mehr von den Washing Machines. Noch eine Pexel. Okay, also alles Schrott. Eigentlich alle Sachen, die wir schon hatten und nicht mehr brauchen. Aber trotzdem interessant, einige Quests wieder geschafft. Wir werden, denke ich mal, noch ein, zwei Folgen lang Quests fertig machen, die wir noch nicht gemacht haben bis jetzt. Da zum Beispiel fehlen uns noch Ender Crystal, da fehlt auch nicht mehr so viel. Wir werden schauen, dass wir da ein paar Quests weitermachen. Wir sind schon in Kappa angekommen. Jota. Ja, es fehlt alles nicht mehr so viel.
Wir kommen gut voran, meine lieben Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen Questing. Ich denke mal, noch eine Folge Questing werden wir machen, bevor wir da wirklich weiterkommen, damit wir mal freischalten und nicht ganze Zeit hängen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst nicht, einen Like da zu lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.